Frage mal ganz Hallo Zeit. und herzlich willkommen zu einer neuen Projektfolge von. Was ist es hier eigentlich? Es ist nicht zwei Deppen Ich nenne es Questen. einfach Minecraft Minigames. Also ich würde es Okay. professionell betiteln ZZZ, weil ja, ne? Okay, wie auch immer ihr es betiteln wollt, das hier eben. Mit unseren natürlich wie immer vorhandenen Special Guests. Der Fehlort. Und. Dem, der dieses Spiel natürlich gewinnen wird, dem Goldie, ne? Und unserer geliebten Uschi. Uschi! Die sieht ja derpig aus, wenn sie nicht in dem Typen drinstehen würde. Green Duck, guck mich an, guck mich an, guck mich an, für die Aufnahme. Ja, dreh dich um, geh aus dem Typen raus. Du siehst voll derpig aus. Oh, Too ups. late! Okay. It's too Links oder late for rechts macht Hüpfi? Derpigkeit. Rechts Rechts ist macht noch Hüpfi. Hüpfi. Wo muss mir lang? Weiß ich nicht, weg vom Drachen! Ich wollte gerade sagen, guck, wo der Drache ist und die woanders sind. Da ist er tot. Warum funktioniert der die Axt nicht? I'm dead! Aber mit Axt, dead. Ich hab den tot katapultiert. You used Leap auf jeden Fall, der war gar nicht benutzt worden. Geil. Dead. Guter Anfang. Das ging gut. Wir spielen übrigens Dragon Escape. Professionell! Ich bin 14. geworden. Nice! Ich nicht! Goldie ist sogar 9. geworden. Holy shit. Holy shit, ich bin nicht Letzter! Wie geil! Jo, ne, also das waren gute Runden. Oder so ähnlich. Ja, unbedingt! Aber wir sind schon wieder okay, auf Server.de4. Hier ist so nischt. Nichts? Ich hoffe, Big to Fang. Mach's. Ich hab einen Knopf gedrückt. Also, wir ist sind wieder zurück. Sehr schön. Ne? Gut, dann wieder auf eine Runde suchen, ne? Für was gibt's Server 1, ne? Hallo, alle zusammen. Einer ist auf jeden Fall noch mit uns hier. Ja, zwei. Zwei! Ah, drei. Da ist die Derpige. Derp, 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 What's her name? Queen Duck? Ja. Yep. Queen Duck 100. Weißt du, das sind die Menschen, vor denen ich ehrlich gesagt Respekt habe. Ja, die haben sich am Anfang einen Namen ausgesucht, haben einen Skin dazu gemacht und bam, das war's. Ich bin einer von den Menschen, der gefühlte alle 5 Monate mal den Skin wechselt, einfach because of Lulz und danach zweimal spielt. Also mein jetziger war ja mein voriger Avatar, mein Red Panda Avatar und dem Avatar den Skin hat Shireen halt dem Avatar angepasst. Okay. Oh, yay! We are best friends now. Haben wir noch den? Oh ja, wir haben noch Zeit. Wer, Kann ich auch mal meinen Tag? Herz zeigen? Ja. Ich habe den Eiskalt von Rivian geklaut, falls den irgendwo noch was sagt und den einfach nur umgefärbt, weil er mir so gut gefallen hat. Also ich habe dem das Captain, professioneller ich, selbst gemacht. Das geht. Ach, hast du gerade gefragt, ob ihr Friends sein wollt? Ja. And then you'll be friends, friends forever new. And no more demons that are going with you. Na, mal schauen, ob das jetzt besser läuft. Hier gibt's ja ein paar verschiedene. Where's the dragon? There's the dragon. He's slow and stinky. Wow, lag, 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 lag. It doesn't work. Oh shit. Doch lebe ich. I don't know how this X works. Oh shit. Ich weiß schon, man muss einfach nur in die Richtung Rechtsklick machen, dann steuert es dich in die Richtung. Richtig. Wie soll man denn da hochkommen? Holy shit. Was ist das? The fuck is that? Achso, das ist das Ende von dem ganzen Ding. Shit. Ja, ich hab verschissen. Ich bin wieder mal in nicht gesprungen. Ich bin einfach zu blöd, einen 4-Blöcke-Sprung zu machen, wenn ich mal fragen sollte, ne? Oh shit, ich will nicht nach hinten gucken. Ja, es ist ein guter Plan. Oh shit! Da hat er den Sprung nicht genommen. Okay. Lebt noch einer von uns? Nee, oder? Ja, guck nee, ich war gerade der Letzte. Oh shit, schau dich mal den Vordersten Ach, da. An, wie weit der einfach ist. Oh mein Gott. Mhm. Dem ist das einfach Jacke egal hier, der macht ja einfach Flug, Flug, Flug. Ja, der spielt das wahrscheinlich auch irgendwie 5-mal am Tag und kennt Boah. Die Strecke schon auswendig. Voll der Ninja, sag ich. Voll der Ninja. Also ich bin ganz ehrlich der Meinung, Leute, die Skill haben, die sollte man einfach bannen, ne? Warum It's leuchtest Yoshi. Du mit Herzchen? Is it Yoshi? Das ist nicht Yoshi, das nee. Ist, It's a dragon.
Weed Pete? Ich bin mir unsicher, wie er heißt. Der ist auch aus der Serie von Ridian. Was auch immer. Ridian ist ein Let's Player, der beim Yogscast dabei ist. Mhm. Wie heißt der nochmal? Ich glaube, es ist eh Tweet. Oder hat jemand Ultra gedünstet? Ja klar, das ist ja... Die Spiele sind ja hier leider auch doch ein bisschen pay to win. Das muss man ja leider auch dazu sagen. Aber der Erste, der da jetzt gespielt hat zum Bleistift, da hat man richtig schön gesehen, der hat das normale Jumper-Kit gehabt. Ja, okay, aber hier der eine, der die ganze Zeit hier seine Kreise zieht, der, da steht halt Ultra daneben. Also man kann sich halt auch irgendwie so ein paar Sachen holen, wenn man eben ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Also ich weiß nicht, inwiefern einen das dann in-game auch was bringt, aber hier auch mit den Gems. Wahrscheinlich kann man sich Gems holen und dann kann man sich halt Warper-Kit, das Raptor-Kit, Giga-Kit und sowas holen. Und das ist dann schon wieder irgendwo Pay-to-Win und das finde ich ein bisschen doof. Ja, aber andererseits, wie soll so ein großer Server uns am Leben halten, ne? Naja, man kann die Sachen ja auch so einbauen, dass es nicht wirklich Pay-to-Win ist, sondern hier kauft ihr was, damit das halt... Aber so, dass es halt balanced bleibt. Also. Ja, ich glaube auch nicht, dass die Sachen wirklich so einen großen Unterschied machen, ehrlich gesagt. Ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob du eine Enderperle werfen kannst, dahin, wo du willst, oder vielleicht ein Digger-Kit, also durch die Steine durchgehen kannst und so. Macht, glaube ich, bei dem Spiel schon einen gewaltigen Unterschied. Ist halt die Frage auch, wie stark die Sachen sind, ne? Muss man mal schauen. Okay, kann Richtung Bäume laufen. Und fragen, ob wir einen Review-Key mit endlos viel Ressourcen und Shit bekommen können, ne? Machen die sicher liebend gerne. Doesn't go as planned. Ich glaube, das Wort, das du suchst, ist didn't go as planned. I need water. I died. I'm good in this game! Natürlich, wir alle sind gut in dem Spiel. Oh shit. Oder so ähnlich. I'm gonna go in my again cry now. Ich hab doch jetzt nicht gemacht! Na, ich bin tot. Ich wollte gerade fragen, ich hätte doch so viel Zeit gehabt, ich hätte mich überhaupt nicht hetzen müssen. Oh, es war blöd, dass ich das gemacht habe. Oh, das war. Ja, natürlich, der als erstes durchs Ziel geht, hat natürlich gewonnen, ne? Ja, ich will ja nicht erster sein, ich will nur leben, das ist viel wichtiger. Nee. Oh, guck mal, das sind sogar kleine Pfeile, die in die richtige Richtung führen. Ich finde es sehr schön, dass hier noch ein viel, viel größerer Drache ist, der einfach nichts macht. Bist du tot? Nein. Ich bin aber gerade ziemlich doof runtergefallen. Jetzt bin ich tot. Wo ist ein neuer größerer Drache? Ja, die rennen über den drüber. Ich bin nur Elfter geworden. Ich dachte eigentlich, ich habe mich ganz gut geschlagen. Da ist kein Drache. Ich bin Zwölfter, also. Wahrscheinlich jetzt total in den Kommentaren zugespammt. Irgendwie hier, du musst das machen und das geht besser und so. Oh, da ist eine Riesenschlange. Und da sind wir wieder draußen. Deswegen, das ist heute das erste Mal, dass ich Dragon Escape spiele, Leute. Yo, ich habe das noch einmal vorgespielt. Apropos, gib mal Optionen. Irgendwo muss doch diese Einstellung sein, dass ich nicht Auto hüpfe. Da ist sie so. Denn das automatisch Hüpfen, wenn ich an den Block rantrete, ist richtig nervig. Ich hab's so aus. I'm a newbie. I never played anything like this before. Wow. We are noobs, we come into. Ich dachte eigentlich, ich bin ganz weit gekommen und dann bin ich nur Elfter geworden, das ist so. Ja, ich denke, es liegt halt nicht an der Distanz, sondern an der, ich nenne es mal, Abkratzgeschwindigkeit. Ja, also, das ist, es kommt halt drauf an, welchen, also wie weit vorne du bist und eben wann du da stirbst. Hey, Queen Duck ist wieder da. Queen Duck macht den Dude, ja, Queenie macht den Duck. Und sie hat ihre Freundin Duck Angel mitgebracht. Bester Duck. Queen Duck ist bester. Best Duck. Und was sagt ihr so? Wie gefällt euch die Runde hier so? Macht ihr Party hart so oder sagt ihr nicht so gerne so? Ja, total. Siehst du mich nicht tanzen? Oh, yeah, baby. Habe ich die Crash-Funktion aktiviert? Ja. Wir machen Party hart. Wir machen Party hart. Piu-piu. Headbang Party. Eieieiei. Na, okay, bist du bereit für das einzig echte Partylied? Ich kenne ein neues Dutschbonbon, Nitroglycerin. Schneckermäuler wissen schon, wenn's das frisst, bist hin. Nitroglycerin. Ich weiß, ich bin sexy, danke. Darf doch zumindest so tun, als ob, oder? I can't fucking. How do you jump?
Mit Leertaste. No, it's not possible. Doch. No! Doch. Mm-mm. Wenn ich mich mal fragen sollte, ultimative Antwort, wie wär's mit doch? Nein! I fucking cannot jump. Ach, scheiße. Da hab ich Schaden im Wasser genommen, zu viel. Ich kenn das Problem, ab und zu. Verdammt. Nein, Queen Duck, überholst du mich noch oder nicht? Hier geht's gerade um meinen Platz. Und sie schafft es nicht. Ich bin wieder Elfter geworden. Oh, Goldie ist noch dabei. Ja, Goldie ist richtig hart am Laufen. Ich habe einen T-Rex gefunden. Das ist cool. Wie geht's hier weiter? Hier, hier auf dem Weißen. Oh. Nein, mein Lieb ist nicht Goldie. Scheiße. Ja, ja, der andere ist hinterher gesprungen. Das ist Heldenab. Der wollte dich noch retten. Ja, ne. Oh, das sind Dracheneier. Ah, darum ist er pissig. Wir haben seine Eier kaputt gehauen. Oh, oh, das ist natürlich nicht so schön. Ja, ne, ich werde auch nicht glücklich drüber. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Ich hab vergessen, den Timer zu holen. Also bei mir ist es 15 Minuten gerade. Okay, ich habe halt vorher schon 3-4 Minuten aufgenommen. Also die Runden gehen relativ schnell. Wir können auch was anderes machen. Jo, dann würde ich sagen, lass uns mal was anderes machen, damit wir nicht die ganze Zeit dasselbe kloppeln. Jo. Jo. Was machen wir jetzt so? Wir können drüber gehen. Was oh, das geht zu lange. Mobs? Was ist Borg Borg Battles? Keine Ahnung. I wanna play Borg Borg Battles. Borg Borg Battles. Wir New spielen game. Borg Borg Battles, ne? Warte, da stand doch gerade Follow Borg. Jetzt Follow kann ich Borg's Instructions angeblich. Oh, guck ein Drache! Ah, okay, dann heißt es, steht wahrscheinlich da immer Borg Borg says, Ich lese mal kurz Ahnung, vor, ja? Plant a block Borg's oder so. Food. Lord Borg Borg demands you follow his commands. If you fail his task, you will lose a life. If you run out of lives, Borg Borg's followers will eat you alive. Ah, okay, das ist also quasi wie, ich glaube, Minerware oder so. Man hat Simon Says! Ja, vielleicht ist es Simon Says, vielleicht ist es. Ja, ja, genau. Also, das ist halt im Grunde halt einmal so ein Kollektiv von Minispielen, was irgendwie random kommen kann. Da probieren wir es aber mal. Ich hab Zorro gefunden. Zorro, bleib stehen! Zorro! Lorena Zorro! Ich hatte früher mal einen Zorro-Skin. Vor dem hier. Sexy. Aber nicht ich den. Ich hatte vor ganz, ganz langer Zeit mal einen Arthas-Skin. Zorro, dein Lieblingscharakter aus One Piece? Nö. Ach so. It's simply just Zorro! Das ist ja der einzige, den ich vom Skin her kenne. Zorro Navorro. Zorro ist super. Warum ist schon wieder Schneebälle in alle Richtungen geflogen? Ist ja furchtbar hier. Everybody loves them snowballs. Everybody loves snowballs. Everybody loves them so very, very much. Doggy. Doggy, doggy. What does a dog say? Wenn wir mal einen ordentlichen Minecraft-Server irgendwo zum Laufen bekommen, der keine Ping-Verbindung von, keine Ahnung, 120 hat, dann würde ich auch gerne mal solche Sachen wie, best noch gleich, Prisoner Escape oder so machen. Das ist lustig. Aber dafür brauche ich einfach mehr Leute. Was ist das? Shit. Was geht's uns um? Okay, der sagt uns gleich, was wir machen sollen. Wer ist denn er und wo ist er? Keine Ahnung. Baba commands. Lava run, the llama, lava is coming. Obsidian. Obsidian. Wo ist Obsidian? Ich sehe nicht. Run. Ja, run, geht run. Gleich los. Ist immer noch kein Obsidian. Ja, nee, ich. Hä? Oh. Ach, hier ist Obsidian. Okay, ist gefunden. Ach so. Da war so ein Block, ja toll, ich hab verkackt. Die Frage ist, wie viele Leben hat man? Wo werden die angezeigt? Achso, da unten, das ist die 6 wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wir sind hier oberisch. Oh shit. Bin ich drauf? Ja, ich bin drauf, okay. Okay, also das ist wie bei auf dem Zytoxient-Server das Minerware, nehme ich an. Wahrscheinlich. Also das ist halt. Wie ist denn Minerware so? Hä? Wie ist Minerware so? Ich kenne mich damit nicht aus. Das ist im Grunde genau das gleiche. Also man hat halt keine Leben und wird nicht aufgefressen am Ende, aber da werden halt einmal. So lange, also irgendwie, ich glaube 10 oder 15 so eine Minispiele gespielt, wie das hier. Und der mit den meisten Punkten am Ende gewinnt halt. Oh mein Gott, es wird so schnell. Wo ist das? Wo ist es? Da hinten. Challenge Timer heißt Run Out. Heißt, hab ich... Oh cool, ich hab nichts verloren. Das, warum ist hinter mir ein Kill? TNT is spawning from the water. Ach du Scheiße. Use your boat to dodge explosions? How? Boat all over you. Hä?
Oh mein Gott. Okay. Oh, ja, verloren. Achso, Amma muss dorthin, wo das TNT raus. Hä? Warum bin ich jetzt untergegangen mit dem Boot? Warum bin ich untergegangen mit meinem Boot? Man muss dorthin, wo das TNT rauskommt, damit das TNT einen nicht treffen kann. Wenn das TNT unter dir irgendwo in der Gegend explodiert, verlierst du trotzdem. Nein, mein Boot ist untergegangen. Ach so, keine Ahnung. Das macht keinen Sinn. Hast du einfach kein gutes Boot gehabt, vielleicht hast du ein Loch. Reverse Sponge Tag. A Parkling Punch person sparkling. To become one. Say sparkling until the end. Okay. You are now attacked, keep it up. Okay. Gut. You are no longer attacked, no! Warum kriege ich den nicht? Danke. Hä? You completed the challenge! Yay, you completed the challenge. Ich auch. I failed. Wo stehen meine Leben eigentlich? Das ist in der Mitte, deine Smash 10 Level. Dragon Eggs. I don't want to do Level this. Anzeigen. Yeah. Das ist nicht nur mit die Epischness geboren, ne? Nee. Also damit habe ich natürlich keine tiefgründige Verbindung aufgebaut hier, aber naja. Das ist doch so ein Scheißdreck. Immer wo ich hingucke, sind sofort Leute. Ja, ja. Ach, hab's gesehen! Nice! Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon eins hatte. Ich hab noch ein Leben. Ich hab noch zwei Leben. Ich sehe immer noch nicht, wo ihr angeblich die Leben seht. Bei mir ist da nichts in der Mitte. Nee, arrows to instant so. Kill others, avoid getting hit by them. I'm dead! Arrow supply, also schießen mit Pfeilen. Achso, ja. Shoot arrows. Oh shit. I'm dead. Nein, ich hab ihn doch erschossen! Ah, oh, Scheiße! What the fuck, ey, das gibt's doch nicht. Ich hab den einen erschossen und das ist nichts passiert! Also, der, den ich angeschossen habe, ist nur direkt davor gestorben. Find a diamond in the chests. Mal gucken. Hab einen. Das ist das erste Kiste, die ich aufgemacht habe. Geht doch ein Diamond Block? Weiß ich nicht. Ein Diamond X! Ich hab einen Diamanten einfach genommen und bam. Oh, da oben ist King Bock. Ich sehe ihn jetzt gerade erst. Achso, nein, nicht King Bock, sondern Bock Bock. King Bob. King Bob! Aus Disneys große Pause. Going also Nilly Willy. Make a bullet, Hilly. Poof! Shake and attack! I'm running out of life! No, I'm dead! Ich auch. Achso, jetzt sehe ich auf der Seite hier. They are attacking me! Neo! Wir sind beide gleichzeitig gestorben. Hi. Neo! Feli, save me! Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Nicht sie! Ich hab dich gesaved, solange es ging. Wow, was ist das denn hier? Müsst ihr versuchen hochzukommen? Ja, Spieler mit der höchsten Höhe gewinnt, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh shit. Wow. Bis auf 3. Was bin ich? Oh, ich auf 3. Okay. 3 Leben oder 3? Geh du auf Platz 3. Ja, it's mit raining anvils. Ah ne, genau. Ja, doch. Yeah, it's raining anvils. Okay. Das heißt, du musst jetzt den Anvils ausweichen. Yo. Yay! Auch oh, cute! Bum 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 bum. Gleich wieder. Goldie guckt einfach straight up. Ich werde nie ausweichen. Shoot 6 Chickens. Wo ist er denn? Da ist der Goldie. Achso, die Hühner hagelt es wortwörtlich. Ja, ja. Hinter dir ist eins. Greift keiner an. Die sind außerhalb, schüss, die kann ich nicht treffen. Okay. Oh mein Gott, das waren verschwendete Kugeln. Oh shit. Also abgesehen davor, dass ich eh Jack shit treffe. Ich hab einen getroffen. Holy shit, bin ich gut. Ah ne, das, was ich unten gesehen hatte, war nur die Zeitanzeige, wo ich dachte, das ist Level oder Leben oder sowas. Ich weiß nicht. Oder auch nicht, ich hab keine Ahnung. Oh nein, die Zahl in der Mitte ist dein Leben. Ah, fuck. Oh nein, ich hab nur noch 2 Leben. Nein. Stand on a correct color. Was ist die richtige Farbe? Das wird dir gleich immer kurz vorher angezeigt. Okay. Ah ne, also, du hast es in der Hand. Das ist es. Okay. I just see bark bark all over you. Get dude. Dann gucken wir mal Goldie zu hier. Oh. Goldie so.
Pro-Gamer hier. Wurde ich einfach mal voll zurückgeschmissen gerade. Aber das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist schon. Du standest schon genau richtig. Nein, es war nicht richtig. Ich habe extra. Doch. War zu helle. Der andere. Nein, der Typ. Der Typ, mit dem du auf dem gleichen Feld standest, der ist einfach stehen geblieben. Ja, der war richtig. Egal. Gut, dann bin ich leider da. Und dann warte, ich hab doch ein Leben. Ich hab's aber auch zu spät realisiert, sonst hätte ich dir das halt gesagt. Achso, das ist das Hühnchen, was einfach zuguckt. Ja. Ah. Das ist King Bok-Bok. Ich dachte eigentlich, das Große da ist King Bok-Bok, deshalb. Achso, ich dachte auch das Große eigentlich. Wo ist denn ein anderes, das zuguckt? Na, das, was ich dir gerade gesagt habe, irgendwie das hinter dir ist. Ich glaube, das sind einfach die Spieler, die zuschauen. Die kleine Hühnchen. Das kann auch sein. Dann hab ich dir gesagt, dass du Uschi, glaube ich, killen sollst. Bok Bok Commands. Knock it off, er ist off. Oh nee! Ich will das nicht. Du hast aber eine strategisch sehr gute Position halt, so außen. dein Block ist kleiner geworden. Ja, ich hab gewonnen. Ich bin nicht tot, das ist wichtig. Ah, fighting Blocks. Try to avoid getting hit. Okay, also einfach nach oben gucken, ne? Ja. Hat am ersten Mal schon funktioniert. Jetzt ist Last Man Standing hier. Oder? Oh shit. Jo! Nein, es hat mich sowas von nicht getroffen! Clever schon! Kann ich so nicht sagen. Bye bye, Goldie. You guys will make bark bark out of my foot. Naja, aber ich denke, es war ganz gut, die Runde. Nicht perfekt, aber ganz gut. Ja, aber dann haben wir, glaube ich, eine ganze Folge voll. Ja. Also, ja, würde ich an der Stelle sagen, das wäre. Ist diese wunderschöne TNT-Explosion das Outro? Oder auch nicht. Wieso lässt du einen eigentlich nie ausreden? Weil ich immer das letzte Wort haben muss, du kennst mich doch. Ja, aber so mitten in den Satz rein ist immer ein bisschen doof manchmal. So, würde ich aber sagen, das wär's mal mit dieser Folge von Let's Play Minecraft Minigames, random Shit, was wir hier so machen mit ein bisschen Teil von Fail Squad. Dankeschön fürs Zusehen und bis dann.